Ah, es macht wirklich sehr viel Spaß, ne? Also ich muss schon sagen, hab wieder sehr viel Bock auf Bannerlord. Meine Güte. Mods machen das Spiel einfach 200 mal besser. Und wir marschieren nach Praha und rekrutieren Billo-Einheiten. Aber was will ich machen? Ich brauche Soldaten. Matois Simt. Ist das ein Mann oder eine Frau? Es ist ein Mann, okay. Ich möchte ein paar Freunden helfen. Sie suchen einen Käufer für einige Waren, die sie nun gewissermaßen kostenlos erhalten haben. Sie lagen in der Nähe, würden den Ort aber lieber nicht betreten. Versteht ihr? Mhm. 1000 für zwei Schmuckstücke. Ja. Ich habe ja kein Gewissen. Von daher... nicht so schlimm. Ja, stimmt, wir haben letzte Folge noch die Banditen platt gemacht. Da müssten wir mal A, die Ausrüstung verbessern. B, gibt es ein paar Upgrades. C, verkaufen wir ein paar von den Gefangenen. D, ticken wir den Rest. Okay. Das lohnt sich nicht, das lohnt sich nicht. Das Ton lohnt sich so ein bisschen. Salz, da kaufen wir nochmal ein, zwei. Okay. Bitte gewährt mir einen Moment eurer Zeit, mein Herr. Ich habe gehört, dass ihr euch mit dem berüchtigten Schurken namens Matois Simt unterhalten habt. Vor einiger Zeit wurde eine Karawane von mir mit Schmuckstücken ausgeraubt. Und nun bietet er genau diese Ware zum Verkauf an. Die Wachen weigern sich, die Mauern zu verlassen, um sie zurückzuholen. Aber ihr könntet das tun. Ich würde euch dafür belohnen. Und außerdem wäre euch die Dankbarkeit aller gesetzestreuen Stadtbewohner wichtig. Ich werde dafür sorgen, dass der andere Händler von eurer... Digga, die erpresst mich einfach. Die erpresst mich einfach. Wie krass ist sie denn drauf, Alter? Ah, Habsburg Castle. Das ist Eisen, das ist Silber. Aha. Dachte irgendwie gerade, dass es das gleiche ist. Ich habe übrigens 13% Leben. Die haben mir das Leben genommen. 47. Das Problem ist, merkt ihr das mal, was du überall für zahlst, Alter, weißt du? Ist gar nicht so einfach. Plus 2 tägliche Erfahrung für alle Truppen im, Trupp. Achso, ich soll von dem die Ware kaufen erstmal. Ach so. Sag mir das doch. Nicht gewusst, dass ich das erst kaufen muss. Dachte, dass er mir das gibt oder so. Ich will eure... Ja, war es doch nicht das? Ach, da drüben muss ich hin, oder was? Gebt euch zum Treffpunkt. Ihr müsst der nette Herr sein, von dem der liebe Herr Simt uns versprochen hat. Die Ware ist ganz in der Nähe. Sobald die gezahlt hat, lasse ich sie von meinen Männern herbringen. Da sind die 1000. Ich habe euren Trupp aus der Ferne gesehen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich mich euch anschließe, sodass ihr wohl auf seid. Und wie es scheint, habt ihr auch noch ein paar schöne neue Waren dabei. Sagt bitte, die sind für mich. Aber zahlt sie mir was dafür? Naja, komm. Ich hoffe, dass meine Großherzigkeit sich bezahlt machen wird. Wird's wahrscheinlich eh nicht. Aber ich red's mir mal ein. Was gibt's, ein Pferd? Es ist einfach eine Nachtschlacht.
Oh nein! Okay, die Armbrust ist deutlich empfindlicher als ich dachte. Perfekt. Oh, das ist schlecht. Digga. Es war dunkel, ich habe nichts gesehen, mir ging es nicht gut, ich hatte wenig Leben. Ich war einfach nicht in Bestform. Es war gerickt, das war nicht fair, das Ganze, muss ich sagen. Ganz neutral betrachtet, wurde ich hintergangen und überlaufen. Wir haben mein Clan Level 1 erreicht, noch nicht ganz, aber bald. Richard Cornwall, King of the Romans. Tragen wir aber dick auf, ne? König der Romans. So, das sieht doch schon besser aus. Salz wird vertickt, Wolle wird vertickt. Hartholz, ja. Ja, der Rest nicht so. Arena geht irgendwas? Ja. Muss mich rehabilitieren. Wobei. Warten hier mal kurz. Zumindest 50% haben und es sollte zumindest Tag sein. So. Gibt's wieder so ein Tieralpferd? Oh, die kämpfen direkt alle. Scheiße. Sehr gut. Sehr schlecht. Lass mich in Ruhe. Hat er auf mich geschossen? Scheiße. Kann man machen. Von uns leben noch drei. Von allen anderen jeweils nur noch einer. Digga, ich schieß drüber. Das Problem ist, ich habe eine gesamte Eagle Rising Kampagne, musste ich immer so hoch zielen. Jetzt muss ich es nicht mehr. Ja, okay, wir sind schon in der nächsten Runde immerhin. Danke. Also die haben es heute mit mir und... Oh, das ist gar nicht... Oh, das ist schlecht. Zum Glück habe ich noch Leben. Scheiße. Mann! Och Menno, das wird doch nie was. Nee. Ah. Jedes Mal die Wetteinsätze, die ich da investiere, die da drauf gehen, ey. Verdammte Scheiße. Ich finde es so schön, dass ich keinen Handelsfortschritt bekomme. Mal in dem Bayer-Event. Aber gut. Fisch ist, glaube ich, nicht so interessant. Wir schauen uns dann hier nochmal ein bisschen das Silbererz an. In Wien für 227 verkäuflich. Dann machen wir uns auf den Weg nach Wien, oder? Wenn es das wirklich so viel wert hat für überall. Ist natürlich ein kleiner Weg. Ist
slave uprising has been destroyed at Torito. The survivors will surely regroup. Euer Trupp hat ein paar Tiere zum Verzehr geschlachtet. Was? Hört auf, Kühe zu essen, die muss ich verkaufen, ihr Vögel. Kann man denn so gefräßig sein, dass man hier einfach mal die Tiere schlachtet? Ich glaube, die spinnen. Was ist solche Zwerge? Was ist mit euch hier? Eine Quest oder was? Oh, gleich zwei. Es ist mir etwas peinlich, aber wenn ich in der Stadt bin, gehe ich oft in ein Getränk und ein, zwei Runden Tableau ins Gasthaus. Ja, ich habe etwas Unersetzliches verloren. Es handelt sich um eine Abtretungsurkunde über Ackerland. Das Land ist zwar besonders weder wertvoll noch groß, aber ich möchte meinen Leuten nicht erklären müssen, warum es dieses Jahr nicht bestellt werden kann. Ja, okay. Ich schau mal, ob ich mir das zurückholen kann für ihn. Was ist auch eine Quest? Er handelt mit Hartholz. Produktion war sehr ertragreich und wir können auf dem Markt hier keinen Gewinn machen. Er schlägt einen ganz einfachen Handel vor. Ich denke, für 20 Stämme bekommt ihr auf einem Markt in der Nähe 275. Ich leihe euch die Ware, verkauft die Ware zu einem Preis, der euch beliebt und bringt mir 275. Okay, mach mal. So. Auf nach Wiener Würstchen. Gibt jede Menge zu erledigen hier für uns. Zum einen wird erst wieder fett gehandelt. Nämlich das Silbererz. Wobei, ich glaube, so viel verkauft man doch nicht. Nur solange es grün ist. Solange es grün ist, ist es in Ordnung. Wenn es nicht mehr grün ist, dann ist es nicht mehr so doll. Okay. Hat uns 3 Fertigkeitspunkte in Handel gebracht. Was ist mit dir? Ihr habt nicht genügend Truppen. Dann gehen wir in die Taverne rein, schauen wir mal, was der von uns will. Ich glaube, dass er will, dass wir dieses Spiel spielen, was in dem Spiel, was es in Bannerlord gibt. Es gibt in Bannerlord so ein gewisses Spielchen. Ah, hier, so ein Würfelspiel. Schauen wir mal. Mit Wetteinsatz. Ich habe eine Abtretungsurkunde von meinem Geschäftspartner gewonnen. Ich bin hier, um sie zurückzugewinnen. Für 1000 Denare. Wir müssen... Warum ist es so dunkel? In Tableau treten Angreifer schwarz gegen Verteidiger weiß an. Es gibt zwar mehr Angreifer als Verteidiger, aber die Verteidiger müssen niemanden einfangen, um zu gewinnen. Ihr Hauptziel ist der Schutz des Königs. Für den König gelten die gleichen Bewegungs- und Einfangregeln wie die anderen Spielfiguren. Um gegnerische Spielfiguren einzufangen, muss man sie von beiden Seiten mit seinen eigenen Spielfiguren umstellen. Spielfiguren können auch eingefangen werden, indem man sie vor dem mittleren Feld blockiert. Dies gilt für beide Spieler. Verteidiger gewinnen, wenn ihr König den Spielfeldrand erreicht. Die Angreifer gewinnen, wenn sie den König einfangen oder sämtliche Verteidiger blockiert haben. Was bin ich jetzt? Ich bin weiß. Der Verteidiger gewinnt, wenn der König den Spielfeldrand erreicht. Verstehe. Glaube ich. Verzichte. Nee, ach so, ich verzichte auf meinen Zug, dachte ich. Kann ich den einkesseln? Ja, ja, kann ich. Hehehe. Hä, Digga, was machst du?
Wohin muss ich? Einfach am Spielfeldrand. Da will ich meine eigene Einheit killen. Das war dumm. Das war dumm. Warte mal. Oh, der darf nicht an den König kommen. Ach, jetzt habe ich verstanden. Sobald der quasi eine Einheit neben den König bekommt, bin ich am Arsch. I understand. Ich dachte, er muss sie von zwei Seiten nehmen. So ein Zwiebackhändler. So, das, da kann ich jetzt zum Beispiel, dann kann er quasi, jetzt muss ich den quasi mal dahin. Oder ich gehe nach oben, weil da hat er fast keine mehr. Na, ist gar nicht so einfach. Ich dachte dann, ich hatte das schon mal gespielt, aber ich habe mich getäuscht. Ich habe das noch nie gespielt, glaube ich. Da kann er jetzt keinen hinschieben. Das hingegen ist eine dumme Idee. Das müsste gehen, da kriegt er keinen hin so. Ja, müssen einen zurückziehen. Defend the King. Da kann ich nicht hin, okay. Mhm. Ich hab nicht gewusst, dass der bewegt wurde. Oh, der hat ihn eingekesselt. Ich verliere wieder. Scheiße. Ja, die können es halt da zum König hin, ne? Da kann ich jetzt machen, was ich will an der Stelle. Ha! Mein Lieber! Ich bin gekommen, um eine neue Runde zu spielen. Entschuldigung. Ja, wir fangen an. Ich bin noch nicht fertig mit dir. So, mein Lieber. Bin hier, um etwas zurückzugewinnen. Das ist mein erster Versuch natürlich. So, Der König muss um jeden Preis verteidigt werden, meine Freunde. Wir gehen wieder zurück in die Basisformation. Wir gehen das dieses Mal ein bisschen defensiver an. Wir warten auf Fehler. Wir warten auf Fehler unseres Gegners. Zurück zur Basisaufstellung. Fehler. Zurück zur Basisaufstellung. Fehler. Zurück zur Basisaufstellung. Ihr müsst halt ein bisschen offensiver gehen, ne? Gibt es eine Gesamtanzahl an Zügen, sodass man sagt, okay, du hast nur so und so viele Züge? Fehler. Fehler. Tu so. 4, 7, 10. 10 zu 8. Fehler. 10 zu 9. 8 zu 9.
Ah. Ah. Oh, das war dumm. Ah, Gott sei Dank. Da, du machst einen Fehler und du wirst gebumst. Das geht. Okay, das ist der Norden frei. Ja. Kann ich die mehrere Felder bewegen eigentlich? Ja, kann ich. Er muss nur den Spielfeldrand erreichen. Mehr muss er ja nicht, ne? Ha! Sehr gut. Ich dachte, ihr wärt hier, um geschoren zu werden, aber offenbar wehren die Schafe sich. Sehr schön, gut gespielt. Hier habt ihr das Land zurück. Kuss geht raus, mein Lieber. War easy peasy, lemon squeezy, Alter. Selten so ein einfaches Spiel gehabt. Und das auch noch im First Try. Mann, Mann, Mann. Er hätte sich wirklich ein bisschen besser anstellen können, der Liebe. Und ich habe 1000 Gold bekommen. So, das Hartholz soll ich verkaufen. Das ist ja aber nicht so viel wert. Noch ein Einheit. Ne, wobei, was ist denn mit der einen Einheit? Ach, der ist noch verwundert. So, die Kunst des Handelns. Ja, Hartholz verkauft und 275 muss ich damit verdienen. Okay, wir schauen mal runter nach Seneca. Das ist natürlich ein bisschen weiterer Weg. Knatsch, knatsch. Vielleicht können wir nebenbei noch irgendwo eine Horde Schwerverbrecher mitnehmen. Soll ich doch mein Clan-Level auch mal auf Stufe 1 sein jetzt, oder? Ne, immer noch nicht. Wegen einem Punkt. Excuse you. Turnier? Kein Turnier. Welcome, Stranger. Ich habe ein Problem und sein Name ist Borbasch der Kleine. Seine Leute treiben sich vor den Mauern herum, nehmen die Spieler und die Trinker aus, die sich unter unserem Schutz vergnügen wollen. Meine Jungs und ich brennen darauf, ihnen eine Lektion zu erteilen. Da machen wir mit. Oh, perfekt. Preislich ist es ganz gut, glaube ich. Damit haben wir die Quest auch abgeschlossen, glaube ich. Ja. Also 275 hätte ich nur verdienen müssen. Oh. Whoopsie. So, gibt es noch irgendwas zum Werfen? Reitwurfspieße. Nochmal solche durch mit. Okay, dann würde ich sagen, wir warten jetzt einfach mal hier ein bisschen. Zum einen muss ich meine eigene Gesundheit ein bisschen erhöhen. Zum anderen habe ich hier keinen Stress. Oh, Barbary Paraten. Naja, Freunde, wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann kloppen wir uns scheinbar hier in Seneca und hoffen, dass mich dafür keiner bestraft. Macht's gut. Tschüss.